redet über Märchen und Mathe. Und also, weißt du was, jetzt sage ich dir mal was. Märchen erzählen, also so Märchen zuhören und so Märchen legen und das macht, wie du das machst, das macht ja viel mehr Spaß als so rechnen. Ja. So Mathe-Sachen. Du als Drache kennst dich doch aus mit Funken. Ja, so, oh ja, aber Feuerspucken. Ja. Feuerspucken. Wenn ich groß bin, dann kann ich Feuerspucken ganz viel. Ich bin ja noch so ein kleiner Drache, weißt du? Ja. Und was ich dann so gar nicht kann, ist eigentlich das Rechnen. Das kann ich nicht so richtig. Was lachst du denn? Ja, weil du es so leise gesagt hast. Ich habe gar nicht richtig verstanden, was hast du gesagt? Das mag ich gar nicht laut sagen. Ich habe gesagt, dass ich nicht so gut rechnen kann. Mensch! Ja, aber wir üben das ja immer, weißt du? Aber mit den Märchen, da könnte man das so machen, vielleicht so. Simsalabim, weg ist der Klimbim, hin. Du meinst anstatt rechnen? Ja, und dann weiß man die Lösung, geht das? Ja, das kann schon gehen. Echt? Ja. Kannst du sowas? Naja, also, ich kann's nicht, aber ich kenne Märchen, da geht es so. Da kann man zaubern. Echt? Ja, die heißen Zaubermärchen. Zauber. Da geschieht was. Das ist aber dann so Simsalabim, weg der Klimbim. Ja? Gut. Finde ich gut. Ihr Kinder, findet ihr das auch gut? Wollt ihr das auch gerne so? Simsalabim, weg ist der Klimbim. Bim, bim, bim. Ja, das ist gut. Also jedenfalls habe ich was mitgebracht, schau mal, weil das schaut nach viel Arbeit aus. Das sind Fotos, das sind nämlich Muster. Also da zum Beispiel ist es so hingelegt, dass man sofort erkennen kann, wie viele das sind. Mhm. Wie viele sind es denn? Ich weiß es nicht. Du hast so schnell weggelegt. Soll ich drauf schauen? Das kann man sehen. Schau, da. Ja, eins, zwei. Nicht zählen. Schau, da sind 5 und 5 und 5 sind. Ja. Ja. Das kann ich von den 10. Weil man das so sieht, es geht ohne Zählen. Weil Zählen 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, das ist schwierig. Aber so, ich weiß einfach, das in der Reihe sind 10. Und dann ist ja nochmal so viel da unten. Und dann sind es... Nochmal 5. Mhm. Und dann heißt es 15. Genau. Also weißt es doch. Ja, ich bin ja schon groß. Das stimmt. Von hier muss ich ja auch immer so raufschauen. Mhm. So ist das. Und da sind noch so Musterbilder. Schau, was man alles machen kann. Und die sind auch 15, schau. Und das sind auch, das ist wie ein Tier. Das sind auch 15 mit 5 Beinen. Das ist eine Raupe, so wie du. Drachen. Bitte? Ich bin ein Drache.
Ach so, ja. Raupe? Die ist auch grün, die Raupe, deswegen. Echt? Findet man die auch beim Spazierengehen? Ja. Das mit den 5. Mhm. Du hast doch so Finger da. Mhm. Siehst du, wie viel sind denn das da an einer Hand? Das darf ich ja nicht zählen, oder? Zähl mal. 1, 2, 3, 4, 5. Genau, siehst du? Und an der anderen Hand da? Wie viel sind da? Das gleiche wahrscheinlich, nochmal 5. Echt? Ja. 1, 2, 3, 5, ja. Mhm. Gut, und so kann man das immer mit den 5, mit den Fingern und mit den Mustern und so, da kann man das sehen, ohne zu rechnen. Gibt es eigentlich in Märchen auch sowas? Also ja, in Märchen gibt es ganz viele Zahlen. Zum Beispiel die 7 kleinen Geißchen. Oder die 7 Raben. Ja. 7? Ja, oder den 7-Fing, kennst du den? 7-Fing? Ja. Ist das ein Drache? Nee, das ist ein Mädchen, soll ich dir erzählen? Mädchen, ich mag Mädchen gerne. Ja, ja, erzähl mal bitte. Oh, erzähl mal. Also da war ein König und der hatte 3 Töchter. Und die jüngste, das Mädchen hatte 7 Finger anstatt 5 an jeder Hand. Und so nannte es der König 7-Fing. 7-Fing. Der König schämte sich seiner jüngsten Tochter wegen und deshalb versteckte er sie irgendwo im Schloss. Und nun, zeitgleich kam da ein Tier ins Schloss. Es war ein unheimliches Tier, es hatte 7 Augen. Und mit diesen Augen leuchtete es und funkelte es, aber das Fell war grau und unscheinbar. Wie das Tier im Garten war, das schlich es herum und alles, was es berührte, verlor an Farbe und Glanz. So die Blumen, die Bäume, auch die Tiere verschwanden. Sie verschwanden und selbst die Vögel in den Bäumen flogen davon und es wurde sehr still im Garten. Sehr still und auch still im Schloss. Und König und Töchter waren bald ganz allein, denn alle Menschen nun mieden diesen Platz. Es war ihnen unheimlich und so ruhig. Und so wuchsen die Mädchen heran. Und eines Tages sagten die beiden älteren Töchter zu ihrem Vater, Vater, sagten sie, wir möchten gerne heiraten. Wir suchen nach einem Bräutigam, aber niemand kommt ins Schloss. Niemand bittet um unsere Hand. Und darüber war der Vater sehr unglücklich. Und er ließ ausrufen im ganzen Land, nun, er möchte seine Töchter verheiraten. Und jeder, der es sich zutraut, das wilde Tier aus dem Garten zu verjagen, so dass es verschwindet, der dürfte sich eines seiner Mädchen aussuchen und nun sie heiraten und er würde ihm das halbe Königreich schenken. Ein großes Versprechen und es kamen auch einige, doch alle, wenn sie das Tier sahen, wurde es irgendwie unheimlich und sie liefen da weg und davon. Ja, bis ein Bursche kam, das war ein Bauernbursche, weißt du, Drumino einfach ein Bursche aus dem nächsten Hof und er wollte gerne wissen, wie es denn dort in dem Garten wäre und gerne wollte er sich eine der Töchter aussuchen und auch dem halben Königreich wäre er nicht abgewogen gewesen. Na? Er ging also zu ihm, zum König und sagte, mein König, ich bin zwar nur ein einfacher Bursche, aber ich möchte doch gerne einmal deinen Garten sehen und ich möchte einmal dieses Tier sehen, vor dem sich alle fürchten.
Nun wohl an, sagte der König, geh. Der Bursche machte sich auf den Weg in den Garten und gleich begegnete ihm dieses Tier mit den funkelnden Augen und dem grauen Fell, aber der Bursche fürchtete sich nicht, sondern das Tier machte ihn neugierig, er fand es interessant. Und so, ja, was machte er? Er beobachtete das Tier, wie man Tiere beobachtet, du weißt es. Man geht, man verfolgt es, man schaut, was es frisst und welchen Lieblingsplatz es im Garten hat. Und tatsächlich, es hatte einen Lieblingsplatz. Dort hielt es sich die meiste Zeit auf. Und der Bursche ging zum König und sagte, mein König, da ist so ein Platz, da hält sich das Tier immer auf. Und ich wüsste doch gerne, ob es irgendetwas rund um diesen Platz gibt, weshalb sich das Tier dort aufhält. Weißt du es? Kannst du mir etwas darüber berichten? Und er hat diesen Platz genau beschrieben. Wie die Bäume waren, wie die Wege gingen, wie der Untergrund war. Und der König wusste genau, was der Bursche meinte. Und er sagte, ich habe dir etwas verheimlicht. Nämlich, ich habe noch eine Tochter, das ist meine Jüngste. Aber ich habe sie versteckt, ich schäme mich wegen ihrer 7 Finger. Sie hat nicht wie jeder Mensch 5 Finger an jeder Hand, sondern 7, weißt du? Und da habe ich einen Keller gebaut und dort wohnt das Kind, genau unter dem Platz, wo das Tier immer liegt. Ja, dann öffne einmal den Keller und lass das Mädchen heraus, sagte der Bursche. Und so tat es der König. Und heraus kam das Mädchen und es war wirklich sehr schön anzusehen. Aber das Mädchen, das sah vor allem das Tier mit den 7 Augen und dem grauen Fell und es ging hin und streichelte es. Und da geschah das, Tomino, von dem du sprichst. Es geschah ein Zauber. Ja, das Tier und das Mädchen verwandelten sich. Das war wie so eine Lichtkugel, die um die beiden herum war und wie sich diese Lichtkugel wieder löste, ja, da war das Tier verschwunden und anstatt waren da 7 wunderbare, weiche, sanfte Rehe. Und jeder, der diese Rehe anfasste, wurde glücklich. Wie das ging, wusste man gar nicht. Und das Mädchen nun, das war ja schon schön, aber es hatte auch 5 Finger. Nicht mehr die 7 an jeder Hand. 5 Finger an der Hand. 5. Ja. Ja, so ist es auch richtig. Oder? Und am Schluss fragte der König den Bauernsohn, so sagt er, du hast das Tier vertrieben und du hast die Prüfung bestanden. Nun darfst du dir eine meiner 3 Töchter aussuchen. Und alle 3 Mädchen waren sehr schön. Aber der Bauernsohn wusste gleich, welche er heiraten wollte. Die Jüngste nämlich. Oh, und das Tier hat es immer noch 7 Augen? Die leuchten. Echt? Wir wissen nicht, wo es hingegangen ist. Was glaubst du? Vielleicht ist es auch verzaubert und hat jetzt 5 Augen. So wie du? Nein. Nur 1. Wie viele Augen habe ich? Sehe ich nicht. 2. Nur 2. Mhm. So wenig. Ja. Warum kann ich da überhaupt was sehen? Kannst du mir mal die Cornelia vorstellen? Ja, das ist die Cornelia. Die übt immer mit uns rechnen, die Cornelia. Hallo. Ja, alles kann die. Da können die fragen, was sie wollen. Die kann das immer. Echt? Ja, schön. Ja, aber das mit dem Zaubern, das ist auch gut. Gefällt mir. Ich glaube, da kann ich jetzt einen guten Nachmittagsschlaf machen. Und dann träume ich was. Von 7 Fingern.